KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Genau gesagt die Nummer 807. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo auch von mir, hier ist der Erik. Und hallo Erik. Hallo, wir haben Filme mitgebracht, nämlich einmal Immaculate. Wir hatten da vorher ein paar Witze gemacht, vor der Aufzeichnung, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Immaculate aus der Sneak Preview mit Sydney Sweeney. Dann habe ich noch gesehen den Oscar-nominierten Film Nyad auf Netflix. Und wir haben Serien. Oh, ich sehe, Kate und Chris haben Three Body Problem geschaut. Da bin ich natürlich gespannt, was sie davon halten. Das fand ich ja sehr, sehr gut. Ich nehme mal an, nicht so. Death and Other Details lese ich hier. Saint X oder Saint 10. Ich weiß nicht, ob es eine römische X. 10. X. Ich glaube, Saint X, okay. X Gone Give It. Und ich habe noch eine Serie geschaut, die heißt Inside Job. Mal sehen, ob wir überhaupt zu allen diesen Serien kommen. Ansonsten fällt meine dann hinten runter. Kein Problem, mache ich dann nächste Woche. Zuerst mal zu Immaculate, Chris. Immaculate. Sydney Sweeney mal ganz züchtig als Nonne, oder wie? Ja, Sydney Sweeney als die Jungfrau Maria sozusagen. Oh. Weil Sydney Sweeney spielt die hochheilige Cecilia, die in einem kleiner Abtei oder irgend sowas in den USA unterwegs ist, und weil da das Ding zugemacht wird, wird ihr empfohlen, hey, geh doch in die von den USA nach Italien, ich weiß leider nicht mehr genau in welchen Orten, was ich weiß, auf jeden Fall so ein italienisches Kloster, die haben da immer Plätze für solche Fälle, und ja, das ist gar ganz toll und blablabla. Und dann geht sie dahin und wird dann auch aufgenommen, aber spricht natürlich erstmal die Sprache nicht so wirklich mit Italienisch und Englisch, und das ist alles so ein bisschen verwirrend, und sie ist aber komplett davon überzeugt, dass Gott sie richtig leitet und ihr dort auch den richtigen Weg zeigen wird und sie ihr Leben in die Hände des Herrn legen kann. Doch irgendwie wird es schon relativ schnell ein bisschen komisch und gruselig, geht es plötzlich einher, weil irgendwelche von ihren, also sie hat eine Neiderin, eine ganz gewaltige, die da auch eine jüngere Schwester, die halt Englisch spricht, mit der kommt sie nicht wirklich klar, oder die kommt mit ihr nicht klar, die ist immer so, ja, was will die jetzt hier, ja, und man denkt sich schon so, okay, was ist mit der falsch, und ein paar ältere Ordensschwestern, die ja psychisch ein bisschen hinüber sind, sag ich mal, nett gesagt. Und so ergibt sich eben, dass diese ja, wie sagt man das am besten, diese fast schon idyllische Landschaft dort oder dieses idyllische Leben in dem Kloster doch nicht so idyllisch ist, wie sie denkt. Also sie kriegt ein direktes Verbot, in den Keller zu gehen. Dann kriegt sie eine Freundin dort, die heimlich raucht und es auch nicht so ganz ernst nimmt mit dem Glauben. Die wird gespielt von Benedetta Porcaroli. Wenn man die nicht kennt, dann ja, kennt man die nicht. Das ist eine italienische Schauspielerin. Ich wüsste jetzt nichts, was wir schon besprochen haben, wo sie dabei wäre. Deswegen, ja. Aber wir kennen ja jemanden. Ja, wir kennen tatsächlich eine Person, kannte ich, die ist mir sofort ins Auge gesprungen, nämlich Alvaro Morte. Den kennen wir als den Professor von Haus des Geldes. Mhm. Casa del Papel. Casa del Papel. Ja, jetzt spielt er hier natürlich einen Italiener. Natürlich. Ja, jetzt spielt er einen Italiener, und zwar einen Pfarrer. Und ja, es ist auch, der wirkt ein wenig zwielichtig, und es ist alles so ein bisschen seltsam, und es krönt sich quasi an der Seltsamkeit darin, dass
Sydney Sweeney sich eines Tages beim Waschen übergeben muss und dann wird sie untersucht und dabei kommt eben raus, hey, die ist schwanger. Mhm. Und sie schwört auf alles, wie es so schön heißt, dass sie in Keuschheit lebt, dass sie nichts getan hat und was weiß ich was. Und ab diesem Moment gilt das Ganze dann natürlich als ein großes Wunder. Oh, ein Wunder ist geschehen, ein Wunder ist gesehen. Und dementsprechend wird sie auch im Kloster dann beäugt. Und als ob das nicht schon seltsam genug wäre, wird es noch weiter seltsam, weil es den einen oder anderen Selbstmord gibt. Situationen, die einfach nur super, super schräg sind. Immer wieder irgendwelche Schockeffekte drin sind in dem Film, weil es gilt ja als Horrordrama. Und es gibt dann hinten raus ja dann auch eine Auflösung, die jetzt genauso hölzrig und holpernd daherkommt wie meine Filmerklärung, weil ich versuche nichts Großes zu sagen, was da noch was verraten könnte und wie das auch weiter und geht und ausgeht und das weiß ich was. Es ist auf jeden Fall vieles nicht so, wie es scheint. Und ich würde mal sagen, der Glaube von Sydney Sweeney wird in seinen Grundfesten erschüttert. Da lacht der Erik. Habe ich irgendwas Wichtiges jetzt vergessen, ohne den Rest zu spoilern? Ich glaube nicht, ne? Ja, nee, ich glaube nicht. Was man vielleicht noch sagen kann, also wir dürfen natürlich jetzt das Ende nicht verraten, das wäre ein Spoiler. Man kann vielleicht sagen, dass der ganze Film relativ mittelmäßig ist, aber das Ende fand ich doch sehr, sehr gelungen. Ich kann es natürlich jetzt nicht verraten. Naja. Dass, also bei dem Ende, da wurde mal ein paar mutige Drehbuchentscheidungen getroffen und Regieentscheidungen getroffen. Und naja. Was in den ganzen Film über eigentlich nicht passiert ist. Ja, den ganzen Film über war es eher so ein belangloses Horrorfilmchen mit irgendwelchen Schockeffekten und einer gruseligen Grundstimmung. Und ja, dann das Ende, das war eigentlich dann absolut krass und heftig und hätte ich so nicht kommen sehen. Und deswegen, das fand ich eigentlich dann ganz gut. Aber der ganze Film, das hat sich so gezogen. Das hat sich wirklich so ein Stück weit gezogen und dabei geht der Film nur 90 Minuten. Es war auch noch nicht mal so sehr horrormäßig. Also normalerweise, wenn sich so horrormäßig was andeutet, dann geht in der Sneak so ein Drittel raus ungefähr. Ja gut, es sind einige sind rausgegangen, muss man auch sagen. Es sind ein paar rausgegangen, ja, aber es war halt auch nicht so sehr horrormäßig. Es war halt eher so eine gruselige Grundstimmung, wo sie da hinkommt und dann, ja, dann haben sie da so den so Reliquien da in diesem, wo sie irgendwie den Nagel von einen der Nägel, wo ach, Jesus der ans Kreuz genagelt wurde, Jesus haben sie da. Und das ist irgendwie alles Hand. Ganz weird und als sie ihn berührt, da fällt sie in Ohnmacht und ach. Und ja, es ist schwierig, sagen wir es mal so. Wobei man wirklich sagen muss, dass der Film bei aller Schrägheit und so, ich fand, Sydney Sweeney hat das ganz schön gerettet eigentlich noch. Ja, also auf jeden Fall. Also wenn das eine andere Schauspielerin gewesen wäre, vielleicht irgendwie in Anführungszeichen eine etwas unbekanntere Darstellerin, dann hätte der Film die Zuschauer schon längst verloren gehabt. Dann. Ja. Aber ja, das Ende fand ich noch mit das Herausragendste an dem Film, weil er doch ein bisschen Mut bewiesen hat und doch in eine Richtung gegangen ist, die ich nicht hätte kommen sehen. Aber der ganze Film bis dahin, der Weg dahin, war irgendwie sehr belanglos und so althergebracht irgendwie. Wenn ich dann das Ende sehe, was doch ein bisschen schräg und unerwartet war, da hätte ich mir den ganzen Film über schon ein bisschen mehr Mut gewünscht, als dass da so ein just another scary movie hier. Ja, ist schwierig. Also wie gesagt, ich fand auch das Ende. Ich fand das Ende nicht so gut. Ich fand es eher so, ja, deswegen, man merkt vielleicht, die Meinungen gehen da selbst da noch ein bisschen auseinander, aber wir sind uns, glaube ich, darin einig, dass es jetzt nicht the next big shit war, was irgendwie bei den Oscars ganz groß rauskommen wird. Ich stehe in der IMDb, wenn Ihnen dieser Film gefällt hier, dann schauen Sie doch mal hier, da kommt hier Imaginary mit diesem Teddybär und
Ghostbusters Frozen Empire. Ja. Naja. Ich sehe die Parallelen, definitiv. Ja. Ja, also, ja. Ich weiß gar nicht, was soll man mehr dazu sagen zu dem Film? Kannst du nicht viel mehr sagen. Weltweit hat er bis jetzt 13 Millionen eingespielt, sehe ich gerade hier in der IMDb. Weiß ich jetzt nicht, ob das der große... Vielleicht ist es auch die falsche Zeit für so einen Gruselfilm. Wenn der irgendwie um Halloween rum, da ist ja eigentlich eher so Horror-Oktober und sowas. Aber jetzt ja, gerade... Ja, aber es ist ja kein so wirklicher Horrorfilm. Stimmt auch wieder. Ja, so. Schwierig. Wir tun uns dann beide sehr, sehr schwer. Ja, es ist so eine gute finden. Mischung. Waren manchmal so ein bisschen... War so ein Flavor von Midsommar drin, so eine komische, weirde Grundstimmung. Aber, tja, da war noch, ich sehe, bei mir läuft gerade hier in der IMDb der Trailer ohne Ton. Und da siehst du zum Beispiel irgendwelche Leute im Nonnenkostüm mit diesen roten Masken. Das wurde auch nie wieder erklärt, was das überhaupt ist. Ja, das wurde ja überhaupt nicht erklärt. Und das war, da waren lauter solche Sachen drin. Ich meine, das eine mit den Füßen und so, das war ja dann klar, aber dann auch so die Visionen. Ja, aber auch das, also, ja. Wie du sagst, das wurde überhaupt nicht erklärt. So, okay, ja, cool. Oh, jetzt kam gerade die Szene mit dem Blut. Oh. Ah, nee, ich muss den Trailer ausmachen. Also der, ja, von mir wegen dem Ende, hauptsächlich wegen dem Ende, wirklich wegen dem Ende, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich punktemäßig auch da, wo du bist, vielleicht sogar noch 3,5 oder so. Wegen dem Ende, weil es doch ein bisschen überraschend war und was gerade bei solchen Horrorfilmen, ich habe ja echt viele Horrorfilme gesehen und auch in der Sneak und überall, das ist doch meistens immer so ein bisschen alt hergebracht und so. Und hier waren sie wirklich mal ein bisschen, wo da, boah, okay, das hat die jetzt nicht gemacht und so. Und deswegen von mir 6 Punkte für diesen Film. Aber mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Und was gibst du? Ich finde, 6 Punkte ist definitiv viel, 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 viel zu viel. Ich bin eigentlich bei 3, aber Sydney Sweeney hebt ihn auf 4. Mhm. Ja, für Sydney Sweeney-Fans, es gibt da auch sehr viel zu sehen in dem Film, mal ganz vorsichtig gesagt. Und ja, für mich hat halt das Ende das bisschen übers Mittelmaß hinausgehoben, deswegen nicht 5, sondern 6 Punkte, okay. So, ja, wie lautet denn, jetzt muss ich sagen, nicht der morgige, sondern wir nehmen heute mal am Montag auf, wegen Terminschwierigkeiten. Wie lautet denn der Tipp für die heutige Sneak Preview? Also kriegt er wirklich ja brandheiß, ja fast live aus der Sneak heute. Ja, der Tipp passt tatsächlich auch zum heutigen Wetter, denn der Tipp heißt, pack den Regenschirm ein. Und es sind ein paar Tipps eingegangen und beim ersten wäre ich sehr traurig, wenn ich ihn nicht sehen würde. Und zwar tippt die Susanne Twisters, die Weitererzählung und Fortsetzung des von 1996 Film Twister. Mit neuen Schauspielern, alles neu, aber der Trailer sieht unfassbar aus. Solange wie eine Kuh fliegt, ist alles gut. Ich glaube schon, ich glaube, da fliegt nicht nur eine Kuh. Und ich weiß nicht, ich liebe ja so Sturmfilme. Ich liebe Sturmfilme. Twister ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, deswegen wäre es schade, wenn ich den verpasse, aber es gibt noch mehr Tipps. Die Susanne tippt zum Beispiel auch noch auf It's Raining Men. Dann tippt der Erik auf The End, We Start From. Und der Martin tippt noch auf Back to Black, der Amy Winehouse-Film. Mhm. Warum soll man einen Regenschirm einpacken? Weiß ich schon nicht. Das weiß ich auch noch nicht so genau. The End, We Start From ist tatsächlich aus der Liste der, den ich auch am liebsten sehen würde. Da geht es halt darum, dass die Welt durch Klimawandel und so weiter, es regnet halt und gibt Überflutungen und so weiter und die müssen dann fliehen. Das sah echt gut aus. Genau. Twisters hab ich noch nicht viel. Muss ich mal in den Trailer gucken. Der erste Twister, oder wann war der? In den 90ern irgendwann. Das war doch so ein 90er-Film. Weil da habe ich damals... 1996. Da habe ich damals ja in Universal Studios gab es da auch eine Attraktion, Twister. Das war ganz witzig. In dem neuen spielt jetzt die eine mit von Chilling Adventures of Sabrina. Okay. Weißt du, ich meine? Die Sabrina. Ich kenne die Serie nicht. Auch. Also du kennst das Gesicht auf jeden Fall. Okay, mag sein. Ich gucke nachher mal in den Trailer rein. Ja, das waren dann die Sneak-Tipps für heute. Mal gucken, ob das überhaupt jemand... Ja, doch, kann man ja. Heute ist ja Feiertag. Ostern oder so, ne? Hat er auch irgendwas mit Immaculate zu tun? Ne?
irgend sowas, ja. Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Kinocharts, was da überhaupt momentan so platziert ist und was so Neues startet in der kommenden Woche. Kinocharts und Neustarts. Für die Charts habe ich jetzt gerade mal so einen Link hier gepostet, Chris. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil wir haben die von den Innenstadtkinos nicht bekommen, wahrscheinlich wegen Ostern, Feiertagen und so. Da ist auf Platz 5 dieser französische Film Oh la la, heißt der, glaube ich, diese Komödie in Deutschland. Cocorico. Ja. Okay, auf Platz 4 ist The Zone of Interest. Er hält sich ja erstaunlich lange und gut, ne? Der Oscar, der hat auch echt geholfen, ist auch ein großartiger Film. Platz 3, Ghostbusters, Frozen Empire. Den haben wir vielleicht ja in der nächsten Sendung, ne? Vielleicht, ja, müssen wir mal gucken. Ja, könnte klappen. Platz Nummer 2 ist Kung Fu Panda 4. Hm. Platz 1 ist Dune Part 2. Und was startet denn jetzt alles Neues in den Kinos? Wenn ich das mal finden würde. Hier, wir gucken mal bei kino.de. Oh, da startet dieser am 4.4. Direkt was für dich, ne? Ja, ich weiß nicht so recht. Ja, also Godzilla an sich, ja. Also Godzilla vs. Kong oder Ex-Kong, The New Empire startet da. Wo dann quasi King Kong auf Godzilla trifft. Und das ist wieder, ja, in dem Trailer. Also mir hat der Trailer bis zu einem bestimmten Punkt gefallen, bis man dieses Kind von King Kong sieht, so dieses Affenkind da mit diesen großen Augen, was dann so, ach, nee, ich weiß nicht, das hat es bei mir ein bisschen rausgerissen. Also werde ich wahrscheinlich nicht ins Kino gehen, den schaue ich mir so mal an. Okay, also Godzilla mit Kong, die beiden zusammen. Dann startet noch, morgen ist auch noch ein Tag, ein Drama, ein italienisches Schwarz-Weiß-Drama um eine Mutter, die im Rom der Nachkriegszeit unter ihrem gewalttätigen Ehemann leidet. Der soll wohl richtig gut sein. Mhm. Also von dem habe ich schon was mitbekommen. Der soll brutal gut sein. Es läuft auch noch ein Dokumentarfilm an, allerdings definitiv nicht hier in der Region, glaube ich, aber vielleicht in anderen Teilen Deutschlands. Der heißt Union, die Besten aller Tage. Ja, da geht es um den legendären Traditionsclub 1. FC Union und ihren Weg so in die Champions League. Ja, ich gucke mir dann Teil 2 an, wenn es dann heißt, von Champions League in die zweite Liga zurück, da wo sie hingehören. Oha. Kannst du so sagen, ja. Was läuft denn da? Dann startet noch Immaculate mit Sidney Sweeney, ein Horrorfilm mit Sidney Sweeney als Novizin, die einem italienischen Orden beitritt und dort einen wahr gewordenen Albtraum erlebt. Das ist auch nett umschrieben. Ja. Der ist ab 18, sehe ich hier. Ja, klar ist der ab 18, hallo? Also das hätte ich dir auch, das kann ich nachvollziehen, dass der ab 18 ist. Ah, ich glaube, wegen welcher Szene? Ja. Okay. Andrea lässt sich scheiden, eine österreichische Tragikomödie mit Josef Harder, den hatten wir schon in einigen Sneaks, und Birgit Minichmeier. Ah ja. Monkey Man startet, ein Action-Thriller und Regiedebüt des Schauspielers Dev Patel, basierend auf der indischen Legende von Affengott Hanuman. Da sieht der Trailer sehr, sehr gut aus. Hm. Okay. Okay, was haben wir hier noch? Ich, Capitano, ein italienisches Migrationsdrama über zwei senegalesische Jugendliche und ihre Odyssee nach Europa. Hm. Geht es also nicht um Michael Ballack oder so? Hm. dann startet noch Omen, aber das Plakat sieht einfach nur ziemlich, ziemlich gruselig aus. Soll ein Drama sein. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht. Es gibt auch, glaube ich, eine Neuauflage von diesem alten Omen-Film, aber das ist der, glaube ich, nicht. Das hat ein anderes Plakat. Ich glaube nicht. Also ich gucke mal noch kurz. Omen. So, was haben wir hier? Coffee wird als Zabolo. Das ist gut. Wenn du The First Omen suchst, kommt ein Horror-Kurzfilm, 2 Stunden. Hm. Nee, also das ist auf jeden Fall nicht dieses Remake. Der heißt doch im Originaltitel Augure. Und da geht es um einen. Der wird als Zauberer angesehen. Er wurde von seiner Mutter verstoßen und nach 15 Jahren Abwesenheit kehrt er nach Lubumbashi zurück, um seine Mitgift zu bezahlen. Begleitet von seiner zukünftigen Frau Alice wird er mit den Vorurteilen und dem Misstrauen seiner Mitmenschen konfrontiert. Okay. Oh ja. Was
haben wir denn noch im Angebot? Fitness California, nee, das ist ein Dokumentarfilm. Ist okay, also dann läuft jetzt, startet jetzt nicht viel gegen Godzilla, X-Kong und Immaculate. Immaculate könnt ihr euch selber mal ein Urteil bilden, wenn ihr möchtet, wenn ihr jetzt unsere Sendung gehört habt oder halt auch nicht. Im Namen des Herrn. Immaculate heißt ja so viel wie unbefleckte Empfängnis, glaube ich. Ne? Ja. Das passt ja. Okay, ich habe mir noch einen Film angeschaut. Jetzt auf der Reise, wo ich war, hatte ich mir den aufs iPad gezogen gehabt. Nämlich Annihilate. Der war ja mit nominiert. Ich weiß gerade nicht, in welchen Kategorien. Aber ich glaube, ich habe Jodie Foster irgendwie gesehen. Also sie war, glaube ich, nominiert als beste Nebendarstellerin auf jeden Fall. Und der Film, fand ich, hat ja durchaus einen etwas sperrigen Titel mit Annihilate. Also schreibt sich NYAD. Und ich glaube, wir Europäer wissen damit gar nichts anzufangen, was das sein soll. Deswegen haben vielleicht viele auch so ein bisschen die Scheu, da irgendwie drauf zu klicken auf diesen Film. Und die Scheu möchte ich euch jetzt ganz gern mal nehmen. Also Nayet ist der Nachname ist der Nachname einer Schwimmerin. Und die wird uns vorgestellt im Film erstmal so mit dokumentarischen Aufnahmen, basiert auf einer realen Person, Diana Nayet. Und Nayet heißt so viel wie Nymphe, also die im Wasser, Wassernymphe. Und da werden uns so dokumentarische Aufnahmen gezeigt, irgendwo aus den 70er Jahren, irgendwie Super 8 und dann später ein bisschen VHS und so über die junge Diana Nayet, die sehr erfolgreich war, eine Ausdauerschwimmerin, die wirklich lange Strecken geschwommen ist. Und sie hatte damals versucht, als eins der größten Dinger, sie ist da quasi natürlich durch einen Ärmelkanal geschwommen und im Pazifik von irgendwelchen Inseln zu Insel geschwommen, richtig lange Strecken. Und das, was sie aber machen wollte, war eigentlich von Kuba aus nach Florida, nach Key West schwimmen. Und um auch so ein bisschen so diese Völkerverständigung und so weiter zwischen den einzelnen Ländern, das hatte auch noch so ein bisschen den Hintergrund. Und ihr Vater hatte ihr auch immer gesagt, wie toll das da in Kuba sei und so. Und deswegen hatte sie das immer vor, diese 177 Kilometer in einem Stück durchzuschwimmen, quasi Open Water schwimmen. Und es ist ja schon für die meisten Personen, inklusive mir, schwierig im normalen Pool, im Schwimmbad, lange Strecken zu schwimmen. Also ich komme da relativ schnell aus der Puste. Da, wenn ich da ein, zwei Bahnen oder sowas, dann muss ich erstmal kurz warten. Aber hier offenes Wasser, also mit allen Wellen, mit Seetieren, das ist halt immer ein Riesenproblem. Und in dem Film ist es so, sie schafft es nicht, als sie jung war. Sie hat da diverse Versuche, die sie dann abbrechen musste, weil es eben nicht geklappt hat. Und sie war quasi damals auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Sie war bei Olympia dabei und sonst was alles. Und sie musste das abbrechen. Und dann macht der Film hört das auf mit diesen Originalaufnahmen. Und wir sehen dann Jodie Foster, wie sie mit Annette Bening zusammen, ja, die sind gute Freundinnen mittlerweile. Ich glaube, Annette Bening ist, ich glaube, 60 soll sie sein im Film und Jodie Foster ist 57, also sind ungefähr auch das gleiche Alter. Sie kennen sich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und sie leben halt so ihr Leben als ältere Frauen und irgendwie kommt halt dann Annette Bening, die eben diese Diana Nayet spielt, dazu zu sagen, ey, ich würde das. Oder sie geht erstmal im Pool schwimmen und im Swimmingpool und merkt halt, okay, das klappt noch ganz gut. Und sie schwimmt dann auch in dieser, nee, ist kein Swimmingpool, ist so ein richtiges Olympia-Schwimmbecken. Sie schwimmt dann halt auch etliche Bahnen und kommt dann wirklich erst nach 4 Stunden wieder raus und merkt, ey, ich habe eigentlich da noch voll Bock drauf. Und das wäre jetzt mal ein Ding, das jetzt nochmal zu probieren. Dann habe ich wenigstens mal ein Ziel, weil in meinem Alter und so, da ist nicht mehr viel. Und sie bringt dann Jodie Foster dazu, dass sie quasi sie trainiert oder coacht. Jodie Foster ist zwar kein Schwimmcoach, aber es geht eher so um den moralischen Beistand, weil gerade bei solchen Ausdauersachen kommt es halt immer mit drauf an, dass da auch jemand dabei ist, der einen mental ein bisschen wieder aufrichtet, wenn man mal einen Down hat und so weiter. Deswegen
gerade auch so zum Beispiel bei Laufwettbewerben, wenn man da, das kenne ich ja von mir auch, wenn man dann irgendwie lange Strecken läuft und irgendwann denkst du dann so, ah, scheiße, das tut weh und das tut weh und überlegst dann, halte ich es noch durch bis zum Ende und weißt du, dann kommst du an irgendeiner Stelle vorbei, wo dann die Leute jubeln und die lesen deinen Namen auf der Startnummer und schreien, Erik, gib Gas und so und dann richtet man sich doch wieder auf und macht weiter und genauso ist es halt hier auch und da noch viel extremer und sie hat halt dann den Plan, diese Passage von Kuba nach Key West zu schwimmen, das ist allerdings nicht so ohne weiteres möglich, denn du brauchst halt auch einen sehr guten Seemann, einen Navigator, der die ganzen Strömungen kennt dort, die ja wirklich teilweise sehr extrem sein können und das war nämlich auch das Problem von ihrem ersten Versuch in den 80ern, den sie damals hatte. Sie ist dann, die Strömung hat sie dann richtig weit weggetragen und sie musste gegen die Strömung arbeiten und so und ja, und dazu noch, was weiß ich, Mediziner und sonst was alles und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, vielleicht kennen viele auch die Story nicht. Ich kannte sie ja nicht, also mir war der Name auch nicht geläufig. In Amerika ist sie wohl ein ziemlicher Star, man kennt sie. Sie hat dann auch nach ihrer aktiven Karriere sehr viel moderiert im Sportfernsehen, alle möglichen Olympia-Wettbewerbe moderiert und so weiter. Und dann natürlich, als sie den Versuch gewagt hat, das ging auch natürlich durch die Presse und gab es riesen Coverage und so weiter. Und mir war das nicht geläufig und deswegen, ob sie es schafft und wie und was da so alles passiert, das möchte ich mal nicht verraten. Ich sage nur, es war ein sehr, sehr guter Film. Er hat mich sehr mitgerissen. Der war sehr emotional und auch die ganzen Rückschläge werden hier sehr gut gezeigt. Großartig gespielt. Kein Wunder, dass Jodie Foster da nominiert war. Und Annette Bening war wahrscheinlich auch nominiert. Also ich glaube, sie hätte es zumindest verdient gehabt. Der Navigator, den ich erwähnt hatte, der wichtig ist, der Seemann, wird gespielt von Rhys Ifans. Den könnte man kennen zum Beispiel aus Notting Hill. Der hat den Mitbewohner von Hugh Grant gespielt, der Schotte, der immer so in witzigen T-Shirts rumgelaufen ist, der Spike. Und natürlich auch in etlichen anderen Filmen kennt man ihn schon. Und der spielt diesen alten, bärigen Seemann auch richtig gut. Und ich kann es nur empfehlen, dadurch, dass das ja bei Netflix quasi mit dabei ist, guck da mal rein, ist ein toller Film, geht zwar ein bisschen länger, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so, ich glaube so um die 2 Stunden wird er gegangen sein, war jetzt nicht so ein kurzes Ding, weil da gab es dann so eine Stelle, wo ich dachte, okay, jetzt, wenn sie das jetzt, dann ist es bestimmt bald vorbei und dann habe ich mal so auf dem Bildschirm getippt und da habe ich gesehen, oh nee, da kommt ja noch ganz viel. Ja, da habe ich gemerkt, ja, der geht doch länger, als ich dachte, aber hat er jetzt keine Längen gehabt oder so. Deswegen, von mir kriegt er auf jeden Fall 7,5 von 10 Punkten. Und so viel. Kann ich empfehlen. Ja, ein schöner Sportfilm, gut erzählt, sehr mitreißend. Und es ist immer so, wenn dann irgendeine Sportart gezeigt wird, mit der man jetzt nicht so viel zu tun hat und es reißt einen doch mit, man kann das richtig nachfühlen, dann hat irgendwie alles richtig gemacht, so ein Film. Ja, das ist ein gutes Zeichen, das ist wohl wahr. Geht es mir bei Rocky auch, das ist ja auch richtig gut dargestellt. Da kann man richtig einen Schmerz fühlen und hier auch bei dem Schwimmen oder so. Schwimmen ist jetzt nicht so meins. Mein Schwimmen ist eher so ein, ich versuche nicht zu ertrinken, Schwimmen. Ja. Dann noch eine ganz kurze Erwähnung. Ich habe gestern, kam ja nicht im Fernsehen, abends, nachdem ich aus dem Stadion nach Hause gekommen bin. Ich beim Rumzappen gesehen, auf Sky läuft gerade Mission Impossible Dead Reckoning 1 und den habe ich tatsächlich komplett nochmal geguckt und ich war wieder total begeistert. Schneller Schnitt, keine Längen, richtig gute Action-Szenen, tolle Geschichte, gut erzählt. Mal sehen, wann ihr da mal reinguckt, ihr habt ja ein bisschen Vorbehalte, aber nö. Ist einfach ein richtig guter Film. Zwischendrin ist mal so ein bisschen viel Schmalz von wegen künstliche Intelligenz und ja, und die Entität und bla 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 und so. Aber das ist relativ fix vorbei und dann ist der Film, der hat mich nochmal wieder voll abgeholt. Ich habe den ja im Kino damals gesehen, bin ich ja extra rein. Das war ja so nach dem weiteren Corona-Lockdown so der erste, in Anführungszeichen, neue Film, der wieder ins Kino gekommen ist, der richtig durchgestartet ist und der hat mich ja im Kino schon sehr begeistert und nur nochmal die Erwähnung. Jetzt läuft er gerade aktuell auf Sky. Gibt es vielleicht auch irgendwo anders zum Gucken.
auf irgendwelchen Streaming-Services, aber ein echt empfehlenswerter Film. So, gehen wir mal rüber in den Serienbereich. Da, ich glaube, da werde ich mir jetzt ein paar Ohrfeigen einfangen, oder mal gucken. Serien. Ja, wir haben ja bei uns so eine WhatsApp-Gruppe fürs Team. Und nachdem ich ja total begeistert von Three Body Problem war, da habe ich schon so aus ein paar Fragen rausgehört, während ihr das geguckt habt, dass das wohl doch nicht ganz so verfangen hat bei euch. Aber ich stehe trotzdem dazu. Ich finde es immer noch großartig. Aber ich höre mir gerne an, was euch gehört hat. Der absolute Witz ist halt, dass Chris und meine Meinung ebenfalls konträr zueinander sind. Also ja. Wir haben drei verschiedene Meinungen jetzt. Also du fandst ja die ganze Serie cool, ne? Nee, den Anfang hatte ich ja gesagt. Den Anfang fand ich sehr anstrengend mit diesen verschiedenen Storylinien, die da aufgemacht werden. Und dann habe ich ja gesagt, irgendwie ab der fünften Folge oder so, wo das so ein bisschen eingespurt wird, dann fand ich es nachher wiederum ganz gut. Dann, okay, mir geht's genau andersrum. Ich fand die ersten Folgen mega. Ich fand die ersten Folgen richtig gut, wo das meine Nase, Entschuldigung. Wo das mit den Kokain, Zahlen, oder? Wo die eine diese Zahlen sieht, und wo diese Videobrille dazukommt und alles so ein bisschen weird ist, und dann auch diese Geschichte aus der Vergangenheit mit der Asiatin, die da dann. Kulturrevolution von China, meinst du? Genau, und dass sie dann da dieses Signal findet und so. Das fand ich richtig cool. Mir hat es richtig Spaß gemacht und. Ich hätte da gern mehr von dieser Videospielwelt gesehen, weil ja auch nur in der eigentlich dieses tatsächliche Three-Body-Problem Thema war. Der Rest von der Serie hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, mehr oder weniger. Aber das fand ich gut. Und dann kam die Folge, in der einer von dieser Bande, um die es da geht, verschwindet auf irgendeine Weise. Ich will jetzt nicht mal sagen, ob jemand stirbt oder verschwindet oder entführt wird, das will ich nicht verraten. Du hast gesagt, du verschwindet. Ja, ist ja egal. Ihr wisst ja, welche Szene ich meine. Ne? So. Und ab dem Punkt, wo der weg ist, wird die Serie irgendwie blöd. Ich weiß nicht, dann fokussiert die sich so auf dieses Signal und diese Videobrille ist überhaupt gar kein Thema mehr. Klar, es kommt dann noch raus, wie die Asiatin von damals mit der heutigen Zeit in Verbindung stehen und so. Alles schön und gut. Und auch, dass es da so diese Bewegung gibt, die an die Aliens da glauben und so. Aber irgendwie, das wird dann plötzlich so wieder so erdgebunden. Also, ich fand ich fand das am Anfang besser, als es noch alles so ein bisschen mysteriös war. Und jetzt kommen da irgendwelche Fakten und irgendwelche Forschungsgruppen. Und die Zahlen sieht auch plötzlich keiner mehr. Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie vorher besser. Und auch die Erklärung, wo die Zahlen herkommen und wie die Leute andere sehen, die mit einem reden, die aber gar nicht da sind. Diese Erklärung fand ich so total irr. Die fand ich irgendwie so doof. Und ich weiß nicht, es hat mir dann gar nicht mehr. Also, Es ist eine gute Serie, die ist gut gemacht, die ist gut produziert, es sind gute Schauspieler, alles gut, alles wunderbar. Aber für mich sind es zwei verschiedene Geschichten. Für mich ist einmal diese Fantasy-Geschichte am Anfang und am Ende diese datenbasierte. Und irgendwo unterwegs haben die sich getroffen und sie haben diese Serie gebildet. Ja, ich muss nur so lachen, weil ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen. Bei mir ging es eigentlich damit los, dass ich mich fürchterlich drüber aufgeregt habe, was die Eisenhower und Salles für eine beschissene Frisur gemacht haben. Und ich gedacht habe, Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen, ey? Die Frau mit solchen Haaren, das geht ja mal gar nicht. Ist doch die mit dem Long Bob und dem Pony, oder? Ja, also. Okay. Was auch immer ein Long Bob ist, ich habe es ja gesagt. Ich wollte es nicht fragen. Gut, dass du es gefragt hast. Ich wollte jetzt einfach mal eher. Ein Long Bob ist, wenn die Haare so am unterhalb vom Kinn geschnitten sind. Und also Bob so ist ja auf Ohrhöhe. So eine Jennifer Aniston-Frisur sozusagen.
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die Jennifer Aniston Frisur ist eine Jennifer Aniston Frisur. Oh, okay. Bob ist noch mal ein Tick kürzer und ein Pony dazu. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Willkommen Fall, beim Friseur-Podcast. Ja, man wollte halt sie mehr so als am Anfang als das Mauerblümchen noch darstellen und was weiß ich was. Und ja, ganz, ganz hervorragend. Und oh, ich fand den Anfang so langweilig, das alles. Das war so, oh, bis das mal irgendwie ins Rollen kommt, bis dann Dingsen und oh, wir sind jetzt in diesem Videospiel. Oh ja, und du musst das machen. Oh, oh, du hast das Level nicht geschafft, aber bist trotzdem weiter. Und oh, und so. Hä? Oh, rette mich, rette mich. Hä? Okay. Ich hab die Zusammenhänge nicht ganz herstellen können und das hat mich schon genervt. Und dann ab, glaube Folge 5 ist es dann wirklich, wo es dann in diese andere Richtung geht. Und da fand ich, hat sich dann auch so ein bisschen gefangen. Da war dann auch Isaac Gonzalez war dann ein bisschen selbstbewusster. Das ganze Serie kam hin das her. Aber was mich halt durchweg genervt hat, sind ganz arg viele so Kleinigkeiten, die überhaupt nicht stimmig waren. Also ich möchte nur an die eine Szene erinnern, wo der eine. Also hinten raus, es ist so, ich habe mich immer gefragt, was wollen denn diese ganzen Charaktere? Wer hat welche Rolle und was und wie und wer? Der, ja, ergibt hinten raus dann schon ein bisschen Sinn, wie und was. Nur du schießt halt wirklich so gut wie jeden irgendwie auf den Mond oder ab. Also es überlebt ja keiner so arg lang, wie es scheint. Und und dann wird der eine in eine schusssichere Weste gepackt und wird angeschossen von dem Scharfschützen. Ihr erinnert euch bestimmt an die Szene. Mhm. Und er liegt dann im Krankenhaus und heißt, oh ja, du hast eine gebrochene Rippe oder gebrochene Rippen und was weiß ich was. Und dann zieht er nachher genau das gleiche Ding wieder an. Die gleiche schusssichere Weste zieht er wieder an, wo der Einschuss ist von der Kugel, der Einschlag von der Kugel. Und die ist auf Schulterhöhe. Und ich so, ey Junge, also wie kann man sich denn eine Rippe brechen, wenn jemand auf die Schulter schießt? Also das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Aber kam okay. Kam doch von schräg oben. Also von oben nach unten quasi der Schuss. Ach ja, genau. Der genau, war doch da ja, oben ja, genau, quasi genau, auf dem Hochhaus, der Schütze. Ja, 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 klar. Deswegen, wenn ich wieder an die Schulter schieße, dann breche ich mir bestimmt das Knie. Und also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich mir öfters mal gedacht habe, so, boah, das passt so überhaupt nicht zusammen. Und das ist so, ey, hoffentlich hinterfragt das keiner. Auch dieses, oh, wir haben jetzt die Welt umspannt mit einem Dingsen. Und ich so, ja, okay, wie kommt jetzt eigentlich noch Sonnenlicht durch? Hä, wie funktioniert das jetzt bitte, wenn das alles umspannt ist? Und oh, da ist ein Auge am Himmel. Ja, wo sind denn die Augen? Die waren dann plötzlich wieder weg. Und ach, also, es war so vieles. Sterne ruhig außen angeknipst. Ja, super, weil die Sterne, ja, super. Aber trotzdem, wo waren denn diese Augen dann plötzlich? Wo war denn das? Und das wird ja, überhaupt nicht mehr thematisiert. Das kann ich dir erklären. So, doch, natürlich. Nein, ich will es gar nicht, weil das ist einfach nur so, das wird reingeworfen. Ja, aber das wird aber erklärt. Ja, aber es wird auch nicht weiter groß beachtet, habe ich das Gefühl. Das ist immer so, man rotzt was hin, Entschuldigung, wenn ich das so sage, man rotzt kurz was hin und das wird aber nicht weiter erklärt und dann merkt man, okay, vielleicht ist es doch nicht so eine geile Idee gewesen, lassen wir es weg. So kam es mir ein bisschen vor während der ganzen Serie. Ich glaube, du tust dir sehr ein bisschen Unrecht, also. Nö. doch. Ich glaube, du hast an einem bestimmten Punkt beschlossen, die Serie einfach nicht zu mögen und alles schlecht Nein, zu finden. Nein, so ist es ja noch nicht mal. Genau. Das ist eine böswillige Unterstellung. Weil ich sage ja, hinten raus fand ich es tatsächlich besser. Also ich fand es dann, den zweiten Teil fand ich besser wie den ersten Teil. Nur einfach so teilweise unlogisch und es hat so nicht mehr ineinander gegriffen und gepasst und oh ja, und wir wissen jetzt alles und wir können alles sehen und wir überwachen euch die ganze Zeit, weil, und ich denke mir nur so, ja, dann, okay, interessantes Vorgehen dann, also ergibt für mich noch nicht alles so Sinn. Ja, aber ich frage mich halt auch zum Beispiel diese Geschichte mit dem Schiff, was die da mit dem Schiff machen, ist das überhaupt möglich? Ja, oder ist es wirklich einfach nur Science-Fiction Gedenke, solche Nanofasern hinzubauen und keine Ahnung. Nanotrat, das geht schon, ja. Ja, aber also, kann man damit sowas machen, wie die jetzt in der Serie mit dem Schiff? Ja gut, da habe ich mich halt eher gefragt, gäbe es nicht eine andere Möglichkeit? Ja, weil das hat ja doch, es ging ja darum, dass die nicht die Festplatten irgendwie schnell löschen oder sowas, ja.
sondern und das dauert ja doch ein bisschen, bis sie da mit dem Eierschneider durch das Schiff sind. Ja. Ob es da nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte, da schneller Zugriff zu haben. Es war natürlich sehr überraschend, fand ich auch sehr gelungen, dann die Szene doch. Ich dachte, what, ey, krass. Also ich mochte die Serie echt, also ich mag das, diesen ganzen Sci-Fi, die Ideen, die sie dabei hatten, zum Beispiel dieser Nanodraht und alles, und ich mag das auch, dass nicht alles aufgelöst ist, dass dann noch Raum für Spekulationen bleibt oder für Diskussionen, wie wir jetzt gerade haben, dass nicht alles bis zu Ende erklärt ist, wie bei irgendeinem deutschen Film, und deswegen, ich fand das echt gut, also immer noch, ich freue mich dann auch auf die nächste Staffel, die dann das nächste Buch behandelt. Ich habe mir jetzt gerade mal das erste Buch bestellt und möchte das mal lesen, weil ich habe, Kate, ich hatte dir ja weitergeleitet hier, die Filmanalyse, und der hatte nämlich gesagt, der kannte auch das Buch oder die Bücher, die da zugrunde liegen, und er meinte, in den Büchern ist das wohl nicht so mit diesen Personen, die sich von der Uni her kennen, sondern ist das ein bisschen anders gemacht. Ja. Das fehlt auch einer. Aber ich konnte dem Typen, weniger, der diese Analyse gemacht hat, nicht zuhören. Der hat es so langweilig erzählt. Echt? Oh. Ich finde das gerade, der geht so sehr ins Detail, das ist manchmal ein bisschen anstrengend zuzuhören. Ja, aber auf eine schnarchlangweilige Art. Und dann muss ich wieder auf meine Karten gucken. Gut, ich und bin dann noch, gucke ich wieder in die Kamera. Ich bin noch von der alten Schule. Ich kann mir auch sowas anhören. Ich brauche nicht so unbedingt YouTube. So, hey, yeah! Und so. Nein, das brauche ich auch Schnitte nicht. Aber ich brauche jemanden, der nicht beim Reden einschläft. Ja, ich finde aber, da ist sehr viel drin bei ihm. Und deswegen höre ich mir es trotzdem an, auch wenn es vielleicht nicht so reißerisch ist wie bei manchen anderen. Und nicht so viel Dynamik hat, vielleicht sagen wir es so. Deswegen gerade auch bei Filmsachen, der hat auch öfters mal irgendwelche Filme, die wir das nie gesehen hatten, da höre ich mir das, das gibt es auch als Podcast, also musst du nicht auf YouTube gucken, das glaube ich, habe ich als Podcast abonniert, die Filmanalyse, nur mal ein kleiner Tipp hier nebenbei, und ist echt gut. Okay, Mensch, Tribodyboardrim, ja. So, also abschließende Meinung, brauchst jetzt keine Punkte geben, Chris, aber du guckst auf jeden Fall, freust dich nicht auf die zweite Staffel, höre ich da raus, oder ja, hat sich doch ein bisschen interessiert? Nicht, ob ich es jetzt weiter gucken möchte oder nicht, weiß ich nicht. Gibt es da eine zweite Staffel? Ist da schon was bestätigt? Ja, bestimmt. Also es war ein riesen Erfolg, ist immer noch in den Netflix-Charts ganz, ganz weit vorne dabei. Ja, aber es ist ja sehr schwer gestartet, habe ich gelesen. Weil echt? Ja, es war tatsächlich am Anfang, war nicht so ganz sicher, ob es jetzt ein Flop ist oder nicht. Weil The Gentleman tatsächlich komplett den Rang abgelaufen hat am Anfang. Ja, aber das hat sich dann jetzt nach und nach gewandelt tatsächlich, weil dann doch mehr reingeht. Ich guck gerade mal, also Top-Shows weltweit auf Netflix. Weltweit, ja, jetzt die ganze Welt. Inzwischen. Ist Platz 1, Testament, The Story of Moses. Das hat es bei mir im iPad auch reingespült. Ich habe da diese automatischen Downloads an, weißt du, da lädt dann immer so die ein, zwei Folgen von irgendeiner neuen Serie einfach mal runter, so nach dem Motto, könnte dir gefallen. Habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Darf ich dazu was sagen? Warte mal ganz kurz. Wie hat's da denn? Three Body Problem, aber Platz 2 und Gentleman 3. So, jetzt, Kate. Sorry, bei diesem Testament-Serie, da hat es mir den Trailer reingespült. Und ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ich finde es ganz, ganz furchtbar. Die sagen in der Serie nicht Moses, die sagen Mose. Ja, das ist egal, wie du es aussprichst. Und ist das egal? Ist es einfach stumm am Schluss? Jetzt muss ich mal als Atheist sagen, das ist doch nur ein Märchen. Wie du den nennst, ist ja völlig egal. Ja, natürlich. Aber wenn du bist ja mit, du kannst, du hast ja so, ne? Also, es wäre, wenn ich jetzt plötzlich sage, der Erik heißt jetzt plötzlich Erik mit K. Nee, den Erik gibt's also, ja wirklich. Ist ja so, den Erik, falls du mich meinst, den gibt's ja wirklich. Das ist ja nur ein Märchen. Ja, egal. Da kannst du den Heiko oder Marcel oder Ronny nennen, das ist auch egal. Den hat es halt reingespielt. Nein, und ich das hatte Buch total Mose, gestört, das ist schon irgendwie so traditionell die Aussprache. Deswegen ist es schon okay. Also sagen wir es ja eigentlich falsch, indem man sagt Moses, oder? Keine Ahnung, aber man kann es auf jeden Fall so sagen. Und so, okay. Ich sag da auch gar nichts zu, lieber. Ich glaube, das ist nicht das größte Problem von der Serie, aber egal. Ja, natürlich nicht, aber das hat mich halt total so, hä? Also, ich würd gerne noch ganz kurz abschließen. Chris, guckst du, wenn da eine zweite Staffel kommt, würdest du weitergucken, Three Body Problem, oder hatte ich das? Weiß ich nicht. Also, nicht so. Kommt drauf an, wenn die Staffel jetzt erst in 2 Jahren oder so kommt, die nächste, dann sicher nicht, weil da habe ich es schon wieder vergessen. Okay, bei dir? Hat es dich auch ich so glaub, sehr... Ich glaube, ich würde noch mal, ich würde, nee, ich würde glaube schon noch reingucken, weil es ist ja gut produziert. Oh ja, das ist richtig gut, ey. Ich fand es auch gut gedreht, da waren so schöne Szenen drin auch. Deswegen,
ich hatte da auch, normalerweise gucke ich so, wenn ich Netflix oder sowas gucke, damit ich jetzt niemanden störe oder nerve, weil ich gucke immer Sachen, die kein anderer gucken will. So, da gucke ich die hier im Arbeitszimmer auf meinem Bildschirm. Das ist hier 42 Zoll oder so. Da bin ich aber echt hochgegangen in einen großen Fernseher. Das wollte ich in UHD gucken und sah so gut aus. Hm. Okay, da könnt ihr mal kurz Luft holen. Dann rede ich mal ganz kurz über Inside Job. Schon mal was davon gehört irgendwie auf Netflix? Sagt euch das ja. Was? Nicht gehört, nicht angeguckt. Nicht der Film, Animationsserie. Also es gab ja mal Inside Job mit, war das, weiß nicht, so eine Einbruchsserie. Nicht Serie, so ein Einbruchsfilm mit, weiß gar nicht, wer da dabei war. Hatten wir, glaube ich, mal in der Sneak sogar. Ich rede aber von der Animationsserie. Gibt es aktuell 2 Staffeln davon. Ich habe die erste Staffel geschaut und von der zweiten schon die ersten paar Folgen. Und das spricht ja schon mal dafür, dass es mir nicht ganz gut gefallen hat. Ne? Und die Serie ist eigentlich eine komplette Verarsche von allen Verschwörungstheorien, die man so kennt. Denn jetzt muss ich kurz gucken, wie die Namen heißen. Stehen hier ein paar Namen? Hier stehen keine Namen, verdammt. Also die junge Frau, die wir kennenlernen in der Serie, die arbeitet bei einem Unternehmen, das für den Deep State arbeitet. Ja, also in Verschwörungstheorie, ne? Und wie heißt sie? Ah ja, genau, Reagan heißt sie mit Vornamen. Reagan Ridley. Und wird im Original gesprochen von Lizzie Kaplan. Ich habe es auch im Original geguckt. Sie wartet auf eine Beförderung, weil sie immer ganz gut Verschwörungstheorien inszeniert hat und alles gut. Und sie wartet, ihr steht eigentlich eine Beförderung zu. Und als dann der Tag kommt mit der Beförderung, ist dann aber so, dass gesagt wird, ja, du bist ja ganz gut, aber wir haben hier noch jemanden Neues, den Randy, den bekommst du mit dazu, so ein absoluter, weiß ich nicht, College-Schönling, total ahnungslos, planlos, wird im Original gesprochen von Christian Slater und da wird gesagt, okay, ihr beide macht quasi die Doppelspitze, ihr leitet das jetzt alles, ne, ihr zwei, ihr bekommt quasi, und sie kennt den gar nicht, den Randy, wo der jetzt herkommt, keine Ahnung, und da erfährt sie auch, ja, an dem Wochenende vorher hat ihr großer Chef hat eine Grillparty gehabt und da war der mit dabei und er hat dann gefragt, ja, willst du das machen, also null Erfahrung und ist aber halt ein totaler Schönling, kommt beim ganzen Team super an, ist halt so ein totaler Nice Guy und ja, ist natürlich schon Konfliktpotenzial vorprogrammiert. In dem Team ist auch noch Brad mit dabei, gesprochen von Clark Duke, den kennt man aus diversen, ich glaube bei Superbad war der auch mit dabei oder so. Dann die Gigi ist mit dabei, dann so ein Alien ist mit dabei, so ein Pilz. Und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, wer da noch alles auftritt. Auf jeden Fall machen die halt so, sind die halt verantwortlich für diese ganzen Verschwörungstheorien, die es dann so gibt. Und die inszenieren dann halt auch Sachen und müssen halt manchmal mit den Echsenwesen neue Verträge schließen fürs nächste Jahr und so weiter, damit die wieder das finanzieren. Und ach, dann treten auch bekannte Personen auf, irgendwie Jeff Bezos ist mal mit dabei und alles. Es ist ein herrlich überzogener Quatsch über das ganze Thema Verschwörungstheorien. Da wird wirklich alles durch den Kakao gezogen und auf eine sehr amüsante Art und Weise. Macht wirklich Spaß zu schauen, ist kurz und knackig, die Folgen, wie es halt bei Animationen meistens ist und ich kann es nur empfehlen, also wer so ein bisschen auf diese Art von Humor wie Rick and Morty steht, so in die Richtung, also so ein bisschen überkandidelt und wirklich völlig, völlig absurd mit sehr viel popkulturellen Referenzen auch, da ist wirklich wahnsinnig viel drin, dann sollte man hier mal reinschauen. Bei Inside Job, die Animationsserie auf Netflix gibt's die tatsächlich. Empfehlung von mir. So, Kate, Death and ja. Other Details. Genau. Habe ich mir oder? Schon irgendwie. Ja, wobei ihr da ja noch drüber diskutiert, ob ihr die überhaupt so anguckt. Okay, ich diskutiere da nicht weil mit. Weil die ist abgesetzt worden. Ich lasse die anderen diskutieren. Ich warte dann, was drin steht. Genau, die habe ich schon ein paar Wochen geguckt, aber es war dann krank und dann konnte ich nicht und keine Ahnung. Und jetzt reden wir mal drüber. Und zwar ist das eine neue Crime-Serie, die, wie wir jetzt leider wissen, auch nur diese eine Staffel hat. Hauptdarsteller sind Violet Beeney und Mandy Patinkin. Mhm. Mandy Patinkin könnte man kennen aus Homeland und vorher aus Criminal Minds, also aus einer meiner Lieblingsserien. Und die beiden, wie gesagt, sind unsere Hauptcharaktere und die Violet spielt die Imogen Scott,
die quasi zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dadurch die Hauptverdächtige in einem Mordfall wird. Denn sie ist mit ihrer, sagen wir mal, Adoptivfamilie auf einer großen Kreuzfahrt, wo die Firma der Familie ihre ganzen größten Kunden und Partner und so eingeladen hat, eine Kreuzfahrt mit ihnen zu machen. Und sie darf da halt auch mit. Und während dieser Kreuzfahrt passiert eben ein Mord und sie war dummerweise kurz vorher bei dem Mordopfer auf dem Zimmer und hat aber nichts gemacht, also sie hat ihn nicht umgebracht. Das sieht man am Anfang gleich, dass sie da eigentlich nichts mit zu tun hat. Und wie es das Glück so will, ist auch einer der größten Detektive der Welt mit an Bord, und zwar Rufus Cotsworth. Und die beiden kennen sich aus der Vergangenheit, denn als der Imogen ihre Eltern verschwunden bzw. ermordet wurden, war Rufus der Detektiv, der rausfinden wollte, was passiert ist. Allerdings hat er das nicht geschafft und hat quasi die Imogen dann mit einem großen Nichts zurückgelassen. Die war damals noch ein Kind. Und deswegen ist sie nicht besonders gut, auf ihn zu sprechen, weil er hat dann auch noch aus diesem Mordfall quasi, in dem er verwickelt war oder bei dem er ermittelt hat, ein bisschen Geld rausgeschlagen und hat es halt mit als Aufhänger für seine Karriere und so genommen. Und er ist an Bord als Gast beziehungsweise als Ermittler für eine weitere Familie, die als Gäste an Bord sind. Und er nimmt sich natürlich diesen Fall dann an und versucht dann auch den Streit mit Imogen zu kitten und sie quasi als seine Assistentin mitzuziehen und ihr ein paar Tricks beizubringen, dass man eben auf mehr achten muss als nur auf diesen offensichtlichen Mordfall. Und so versuchen die eben während der Kreuzfahrt diesen Mord aufzuklären. Ob das klappt oder nicht, verrate ich nicht. Ich habe die Serie komplett durchgeschaut. Ich hatte den tatsächlichen Mörder nicht einmal im Verdacht. Oh, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja, doch. Haben sie jetzt ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert, wo man denkt, oh, nee. Ich glaube, dir wäre es zu plump wahrscheinlich, glaube ich. Aber es hat mich halt teilweise ein bisschen an Hercule Poirot erinnert. Und hier Mord im Orient Express und so. Mit vielen Details, vielen Verstrickungen, die zum Schluss zusammengeführt werden. Ob die dann für jeden schlüssig sind, weiß ich nicht. Ich fand es soweit in Ordnung. Ich fand die Serie gut. Ich kann aber auch verstehen, dass sie nicht weitergeführt wird. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man weitererzählen soll, weil die Geschichte ist abgeschlossen. Also der Fall würde aufgeklärt. Es müsste ja dann in der neuen Staffel um einen neuen Fall gehen. Und da ist ja die Frage, ob die dann zusammenarbeiten oder nicht. Und es wird dann halt auch viel aufgeklärt, zum Beispiel um diesen Rufus Cotsworth rum, wie der damals zum Detektiv wurde. Und es ist sehr verstrickt. Ich fand es, wie gesagt, gut. Ich mag ja sowas. Und ich mag halt auch den Schauspieler. Die Violet Bean, die Imogen spielt, fand ich nicht so gelungen. Aber ja gut. Ich habe die jetzt auch noch nicht vorher oft gesehen in irgendwas. Vielleicht kam sie mir deswegen einfach nur unbekannt vor. Ich kann die Serie empfehlen, auch wenn sie dann, wie gesagt, abgesetzt wurde jetzt. Aber mir hat es Spaß gemacht. Das ist eine schöne Detektiv-Crime-Serie zum Miträtseln. Dann werde ich mal bei den Kollegen von Fortsetzung Volk mal sagen, dass wir die doch besprechen sollen. Also, wie gesagt, ich fand sie gut. Also meistens guckt ihr ja eh nur die ersten ein, zwei Folgen. Und vielleicht habt ihr dann ja tatsächlich Lust, rauszufinden, wer es am Ende war. Mal gucken. Mal schauen. Es steht hier drin. Genau. Für nächste Woche, für die Aufnahme. Ja. Noch hat's keiner geändert. Na, was ist denn Saint X? Das Welche ist tatsächlich Heilige? Ganz schnell erklärt. Ist auch eine Crime-Serie. Und es handelt sich natürlich auch um einen Mordfall. Und zwar geht es hier um, es wird in zwei Zeitebenen erzählt. Du hast einmal die ursprüngliche Zeitebene, wo der Mord passiert. Da geht es um eine Familie, Mutter, Vater, zwei Töchter, die auf einer Insel
Saint, was weiß ich, Barnabas, irgendwo in der Karibik halt Urlaub machen. Und die sind da, glaube ich, eine Woche oder zwei in so einem Resort. Und die Töchter, also vor allem die Ältere, freundet sich halt auch so ein bisschen mit anderen an, die da auch sind in ihrem Alter und auch mit dem Personal, das natürlich auch immer schön Sixpack und höflich und Getränke bringen und so. Freundet sich halt einfach mit denen an, das ist so Beuteschema auch für die Bediensteten dort. Und die stirbt, also die wird tot aufgefunden. Und man geht von einem Verbrechen erstmal aus, ja, weil sie wurde an einem Ort aufgefunden, wo sie eigentlich nicht alleine hinkommt. Und auch die Umstände, wie sie gefunden wurde, ist sehr dramatisch. Und dementsprechend geht man von einem Verbrechen aus. Und das wird aber irgendwie nie aufgeklärt. Und ihre kleine Schwester war immer sehr verbunden mit ihr. Und da kommen wir dann zu der zweiten Zeitebene. Das spielt dann in der Zukunft von dem Mordfall aus gesehen. Da ist dann die kleine Schwester erwachsen und aber immer noch davon quasi fast schon besessen, was dort passiert ist, was ihrer Schwester passiert ist. Und die trifft dann eines Tages im Taxi auf einen, der ihr bekannt vorkommt. Und als sie dann den Namen liest, von dem Taxifahrer haben ja immer ihre Lizenz da hinten stehen, wird ihr klar, das ist einer der damalig Verdächtigen. Der ist mittlerweile von der Insel runter und arbeitet als Taxifahrer in New York. Und sie steigt halt echt durch Zufall in sein Taxi ein. Und da blüht diese Besessenheit für diesen Fall, für den Tod ihrer Schwester wieder auf. Und sie versucht dann quasi an den Typen ranzukommen und sich in dem sein Leben so einzuschleichen, um was rauszufinden. Er erkennt sie aber nicht. Sie sagt ihm auch nicht ihren echten Namen. Und ist auch sehr abgeschottet, will eigentlich seine Ruhe, weil er halt wirklich von diesen Anschuldigungen damals noch sehr betroffen ist. Und über die Geschichte hinaus wird dann halt erklärt, also was ist in dem Sommer passiert, mit wem hatte die Schwester damals Kontakt, wird quasi die Geschichte erzählt bis hin zu ihrem Mord und dann parallel dazu die Zukunftsgeschichte, wie die kleine Schwester jetzt erwachsen ebenfalls Stück für Stück rausfindet, was passiert ist. Das klingt auch fand spannend, ich ehrlich gesagt richtig gut. Ich war vom Ende, was wirklich passiert ist, ein bisschen enttäuscht. Aber es ist auch okay gewesen. Also ich fand es wirklich spannend. Man kennt die ein oder anderen Gesichter auch, also vor allem von der zukünftigen kleinen Schwester. Die kennt man zum Beispiel aus Fear the Walking Dead. Da hat sie eine Hauptrolle gespielt, also die kommt einem schon bekannt vor. Ich finde es auch vom Schauspiel her echt gut, auch in der Vergangenheitsschiene, dann die ganzen Side-Charaktere, die Angestellten in dem Hotel, fand ich alles echt gut. Es wird auch alles relativ schlüssig erklärt, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, hat mir fast besser gefallen wie Death and Other Details, wobei man es eigentlich nicht so arg vergleichen kann, weil es ein bisschen... St. X ist ein bisschen geerdeter. Ist nicht so auf haha, sieh, ich habe hier einen Hinweis gefunden, haha. Wie so bei so Detektiven halt ist. Ne? Hier ist halt ein Teenager oder ein bisschen älterer Teenager, so Anfang 20 ist er da, im Fokus quasi, die da versucht, was rauszufinden. Ja. Dabei leicht durchdreht. Also die kann ich absolut empfehlen. Ob es da eine zweite Staffel gibt, weiß ich nicht. Würde mich auch wundern, wenn es da eine gäbe, weil es auch eine abgeschlossene Geschichte. Man müsste dann, wie gesagt, irgendeinen anderen Fall auf irgendeiner anderen karibischen Insel erzählen, glaube ich. Ja, ja, würde ja gehen wahrscheinlich, ne? Aber gut, wenn es halt doch nicht so viele Leute geschaut haben, ja, dann, ich habe davon ja auch noch nie was gehört jetzt gerade. Habe ich gerade zum ersten Mal. Ja, ist so ein bisschen untergegangen. Also ist auch knackig. Also ist eine britische Serie mit 8 Folgen, produziert von Hulu oder beziehungsweise läuft halt bei Hulu im Amerika. Und ja. Okay. Ich kann es empfehlen. Mir hat es Spaß gemacht. Komm mal, ja, ich setze es mal hier mit auf die Liste. Saint X. Gibt es bei Disney Plus. Von Fortsetzung folgt. Das klingt ja ganz gut. Crime. Ja. Sehr, ja. So, steht mit drin. Vielleicht nehmen wir das irgendwann mal dran. Mal schauen. Dann kommen wir mal zu meiner Rubrik mit den Serien Neustarts.
da habe ich vorhin mal schnell so ein bisschen durchgeschaut. Ich habe mich jetzt nicht so im Detail informiert wie sonst immer, weil ich ein bisschen unterwegs war. Es startet eine Miniserie auf Netflix, die heißt Anthrazit. Da geht es um die Tochter eines vermissten Reporters, die verfolgt die Spur von dem Reporter im Internet in ein Bergdorf und das bringt einen alten Fall um eine Sekte voller Geheimnisse und den Tod ans Licht. Ja. Spielt in den französischen Ardennen. Klingt ja ganz, ganz interessant. Wenn ich das so richtig. Ach nee, Entschuldigung, spielt nicht in den französischen Ardennen. Ist aber eine französische Serie. Französische Mystery-Serie. Dann startet am 10. April. Am 10. April startet auch noch auf Disney Plus eine, ich glaube, koreanische Serie namens Blood Free. Die spielt im Jahr 2025. Anstatt Tiere für Fleisch zu schlachten, nutzt das Unternehmen BF seine Biotechnology, um die Welt mit In-vitro-Fleisch zu versorgen. Und die Yun ist eine Geschäftsfrau, die das Unternehmen erfolgreich in ein globales Unternehmen verwandelt hat. Doch die Zahl derer, die es auf sie und ihr Unternehmen abgesehen haben, nimmt zu und sie wird immer wieder mit Morddrohungen und Attentaten konfrontiert. Und sie stellt daraufhin zum Schutz den Wu ein, einen ehemaligen Kommissar. Und seltsamerweise schafft es Jae-won, also dieser Wu Jae-won, alle Probleme, mit denen sie konfrontiert wird, mit perfektem Timing aus dem Weg zu schaffen. Ist er wirklich nur ein Bodyguard? Die Geheimnisse und Verdächtigungen zwischen den beteiligten Personen nehmen zu. Könnte interessant sein. Ihr habt ja auch ein Fable für Korea. Vielleicht ist das was für euch. Dann startet am 10. April. Was ist eigentlich am 10. April? Warum startet da so viel? Ist da irgendwie ein Feiertag oder was? Ist nächste Woche Mittwoch? Was ist da los? Am 10. April startet eine Serie auf Netflix. Ein Drama, Historien, Thriller. Zwei bewaffnete Revolutionäre entführen den Flug 601 und drohen ihn in die Luft zu sprengen, wenn die kolumbianische Regierung nicht 50 politische Gefangene freilässt und ein hohes Lösegeld in Bar bezahlt. Als sich die politischen Führer weigern zu verhandeln, beginnen die Angreifer stündlich einen Passagier zu erschießen. Ja, basiert auf den tatsächlichen Ereignissen des 30. Mai 1973. Also, wie gesagt, 10. April Netflix. Dann startet noch eine Serie am 11. April, auch auf Netflix, eine Serie, die heißt Midsummer Night. Ja, wir hatten ja mal Midsummer in der Sneak Preview den Film hier als Serie, allerdings hat das, glaube ich, mit dem Film jetzt nicht so viel zu tun. Es geht natürlich um den Midsummer und in der Serie geht es aber eher um, was steht hier, erkundet die Serie Beziehungen, Ehe, Liebe, Verrat, Hoffnung, Träume, Eifersucht, Vergebung und geheime Parallelleben. Wurde inszeniert von einem norwegischen Regisseur und hat ein norwegisches und schwedisches Star-Aufgebot. Ja, könnte vielleicht interessant sein. Und, Chris, was startet noch? Ich habe keine Ahnung. Am 11. April Fallout. Natürlich. Ah, stimmt, Fallout startet, genau. Ja. Da sind, ich wollte es gerade sagen. Da sind wir jetzt auch relativ nah dran. Genau, also es war es ja nächste Woche. Wir nehmen ja heute am 1. April auf, hahaha. aber kann man ja schon mal mit erwähnen, am 11. April startet die Fallout-Serie, wo ich schon ein bisschen gehypt bin drauf, wo ich mich freue. Okay, das waren so die Neustarts. War für euch was dabei, wo ihr sagt, oh, mal reingucken, oder? Ja, Fallout, klar. Ja, Fallout und... Ja. Sonst nix. Ja, mal gucken. Ja, doch, ich muss mal gucken. Gut. Dann war es das auch mit den Serien für die heutige Sendung. Haben wir doch alles abgehakt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und wir kommen mal zu den Musiktipps. Musik. So, ich glaube, Alina Learns to Rock, oder? Ja. Blind Melon mit No Rain. One Hit Wonder, oder? Ich glaube schon, ja. War ja nur das eine. Aber ein richtig schöner Klassiker. Warum ist da nicht wirklich mal so, also ich glaube, ich muss da auch mal, mach mir mal die Playlist auf, ich muss da auch mal ein bisschen Nirvana draufpacken und sowas. Das ist ja irgendwie Nirvana alles, ist drauf? Ist mir alles hier ein bisschen zu wischiwaschi hier. Blind Melon, No Rain und so. Da muss ein bisschen Faith No More drauf und sonst was alles. Faith No More ist auch drauf. Ja, ja. Aber habe ich bis jetzt noch nie gehört hier. Was ist da los? Ja, sorry, die Liste hat 350 Lieder. Ja, und dann nimmst du die schlechten erstmal zuerst, oder? Boah. Wie? Ja, gar nicht. Ja, man muss sich ja langsam ich steigern. Nickelback mit Rockstar nehmen. Oh, Nickelback. Oder? Oh, ganz oh, da kam doch jetzt der Film ins Kino, ne, von Nickelback. Love to Hate Nickelback.
Das war aber nur ein paar Tage im Kino, da würde ich aber tatsächlich gerne sehen. Weil das den will ich auch sehen. Also das spannend, ist ja. so der ganze Werdegang übrigens, irgendwie und den hat die Band ja mitgemacht und allein der Titel Love to Hate Nickelback finde ich ganz cool eigentlich. Ja, die haben ja auch selber mal in einem Interview gesagt, wenn das nicht so ein Meme geworden wäre mit Nickelback oder so, da wären die eigentlich schon längst aufgelöst, weil dann würde sich keiner so richtig, aber so Konzerte immer noch voll und alles. Chris, was packst du denn drauf? Ist auch nicht schlecht. Ich pack drauf von Alligator zusammen mit Tark von KIZ, Partner in Crime. KIZ ist cool. So packe ich dann auch mal. Wo ist es? Playlist hinzufügen. Die Playlist heißt Kinocast Songs auf Spotify, falls ihr euch da reinklicken möchtet. Das ist mittlerweile eine sehr, sehr bunte Auswahl von diversen Künstlern hier vertreten. Und so, ich pack drauf. Ich habe nämlich letztens auf Sky Classic oder wie das heißt, kam der alte Film Die Zeitmaschine. Und da packe ich drauf von Welle Erdball, Die Zeitmaschine. Hat zwar jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber cooler Song. Okay. Alles drauf, kann ich gleich löschen hier in unserem Dokument und dann schauen wir mal, was uns heute ist Sneak Preview und es ist erste Sneak des Monats, das heißt, es gibt ein Bilderrätsel. Seid gespannt, falls ihr die Sendung hört und ihr seid ja aus der Region und habt heute nichts vor, ist ja Feiertag, dann geht in die Sneak Preview in den Innenstadtkinos und mal schauen, was da für ein Film läuft. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, bis nächste Woche dann, tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, tschüss. Bis bald im Kinocast.